Das Muster Nummer 1, Einwände in Meinungen verwandeln. Ich möchte gerne hierzu euch hierzu bitten, dass sich einer das Mikrofon schnappt und mir Einwände liefert, anhand derer ich das beispielhaft zeigen kann. Mikrofon, beide Mikrofone im Publikum. Robert, bitteschön. Es steht nichts an. Es steht nichts an. Ja, genau, es steht nichts an. Also. Das ist eine wirklich sehr interessante Auffassung. Wenn Sie das so sagen. Auffassungen sind Meinungen. Nicht festnageln lassen auf dieses Substantiv. Das ist eine sehr interessante Auffassung. Das freut mich, dass Sie das so anerkennen. Ich höre das ab und zu mal, ja, dass nichts ansteht, ja. Ich bin auch oft der Meinung, dass ich alles habe und wundere mich immer wieder, warum ich plötzlich doch etwas entdecke, von dem ich glaubte, dass ich es gar nicht brauche. Kennen Sie das? Ich bin ein total starker Charakter in der Hinsicht. Ja? Ja, ja. Das ist ein gutes Selbstbild. Da sind wir schon mal einer Meinung. Ja? Na gut, die Meinung kann man vertreten. Das kann man so sehen. Also ich bin direkt in diesem Modus. Viele Beispiele. Ihr kriegt ja den Download, also es geht euch nichts verloren, wenn ihr jetzt nicht alles eben mal notieren könnt. Ja? Und so. Eine wirklich sehr interessante Meinung. Ja? Dankeschön. Ich denke, das kann man vertreten. Schließlich kauft man ja ständig und eine ganze Menge und im Laufe der Zeit kommt da einiges zusammen, nicht wahr? Da geht es mir nicht anders, ja. Und irgendwann sind mal die Regale voll, oder? Übervoll. Ja. Na, haben Sie schon mal davon gehört, dass sich Meinungen schlagartig ändern können? Also, mir geht es manchmal so. Schlagartig nicht, also sehe ich jetzt im Moment. Manche. Manche Meinungen. Manche. Aber die meisten nicht, ja. Also, schlagartig, es geht eher langsam. Führt mich gleich zur nächsten Frage. Gibt es sonst noch etwas, außer dass Sie im Moment der Meinung sind, der Auffassung, dass da nichts Neues existiert am Markt, was Sie hinterm Ofen hervorlockt? Also locken. Frohlockt. Frohlockt. Ja, was Sie da einlockt. Dass Sie im Moment daran zögern oder dass Sie im Moment zögern lässt, sich einmal unseren Vorschlag anzuschauen. Ja, was brauchen Sie denn sonst noch? Also. Ich habe ja doch schon wirklich jetzt also mehr als deutlich gemacht, dass hier nichts ansteht und nichts zu holen ist. Also ja. Ich weiß nicht, wie deutlich ich da noch mehr werden muss. Deutlicher. Was genau meinen Sie denn mit noch deutlicher? Sage ich Ihnen gerne. Menschen wie Sie, die sich besonders stark gegen einen neuen Vorschlag zunächst sträuben, sind diejenigen, die am schnellsten die besten Chancen erkennen. Haben Sie eine Idee, woran das liegt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da dazugehöre, wirklich. Und langsam wird mir auch wirklich die Zeit ein bisschen knapp. Also klar. Wir sind noch unser Leben lang der Meinung, dass wir nichts Neues brauchen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass das, was wir im Moment haben, das Beste ist. Wissen Sie, was gut daran ist? Wenn das nämlich nicht so wäre, dann könnte jeder dahergelaufene Zwerg, jeder Wicht Ihnen irgendetwas andrehen. Möchten Sie das? Auf gar keinen Fall möchte ich. Sehen Sie, und deshalb sind Sie besonders wertvoll für gute Produktanbieter wie mich. Denn wenn Sie einmal das Produkt wechseln, kann ich sicher sein, dass ich Sie lange als Kunde behalte. Deshalb meine Frage, möchten Sie Gründe, die Sie zu einem Wechsel bewegen und die so bedeutend sind, dass Sie für die nächsten 20 Jahre nicht wieder wechseln wollen. Möchten Sie diese Gründe kennenlernen?